Das iPhone SE der zweiten Generation ist schon länger in den Gerüchten zu finden. Doch wann soll es wirklich kommen? Und wenn es kommt, wie sieht's dann aus? Was wir denken zu wissen ist, dass es in Q1 oder Q2 2020 erscheinen soll und ungefähr 500 Euro kosten wird. Vom Design erwartet uns wahrscheinlich eine kleine Enttäuschung, denn wir bekommen nicht das, sondern das. Ein iPhone 8, nur mit neuerer Technik. Nicht schlecht, aber auch nicht so 2020-like wie die Konzepte, die wir kennen. Wahrscheinlich wird es der Prozessor aus der XS-Generation oder 11 Pro-Generation sogar. Von der Kamera her auch 11 Pro oder XS, aber wahrscheinlich nur eine Linse. Von der Bildqualität erwarten uns da aber sehr gute Fotos, wie es das XR aus dem letzten Jahr zeigt, was auch nur eine Linse hatte. Wir können gespannt sein, was tatsächlich auf uns zukommt. Ein Verkaufsschlager wird es allemal. Danke fürs Zusehen, lasst doch gerne ein Abo oder ein Like da und euch noch einen schönen Tag. Tschüss!